So, Tag Leute, Dwight hier. Heute habe ich ein kurzes Update-Video für euch, denn es wurde nun offiziell bestätigt, wann die DayZ 1.23 auf die Stable-Server kommt. Heißt, es ist dann auch auf allen Konsolen spielbar, auch für die PlayStation-Leute. Und zwar ist die 1.23 ja schon seit dem 5. Oktober, glaube ich, auf den Experimental-Servern, heißt ungefähr einen Monat jetzt. Und im typischen DayZ-Style haben wir genau einen Monat später auch das Release-Datum bekommen. Und zwar wird die DayZ 1.23 auf die Stable-Server für alle Konsolen am 7. November kommen. Heißt also, am nächsten Dienstag kommt das Update dann online. Meistens gehen um 13 Uhr die Server offline und um 14 Uhr wieder online oder um 14 und 15 Uhr, immer unterschiedlich. Heißt, diesen Dienstag in der Nachmittagszeit kommt das Update online. Was auch noch ganz interessant ist, es wird ein Map-Wipe geben für beide Maps, heißt für Chernarus und für Livonia. Allerdings wird es kein Charakter-Wipe geben, heißt eure Charaktere werden weiterhin fullgeared am Airfield chillen, falls es der Fall sein sollte. Ja, aber um es noch einmal festzuhalten, diesen Dienstag, 7.11.2023, kommt die DayZ 1.23 live auf alle Server. Heißt also, die PlayStation-Leute können auch endlich mal das neue Airfield sehen. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was du bis jetzt von dem 1.23 Update hältst. Und vor allem, wie du das neue Airfield findest. Ich persönlich finde das Update okay. Ich mag die DMR sehr gerne, macht Spaß mit ihr zu spielen. Ich bin auch ein Fan davon, dass das Airfield wieder ein bisschen simpler geworden ist. Aber ich persönlich hätte mir doch ein bisschen mehr von dem Rework erhofft. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, typisches DayZ-Update. Ich bin mal auf eure Meinungen in den Kommentaren gespannt. Heute nur leider ein kurzes Info-Update-Video, was passiert in der kommenden Woche. Diese Woche habe ich leider nicht so viel Zeit meinerseits. Aber ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du einen Daumen nach oben lassen, den Kanal abonnieren, das hilft. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Upload. Haut raus!